Sie driven perfekt with yellow cap. Cruise to city and get your driver's check. Easy driving, perfect with yellow cap. Hoppla! Cruise to city and get your driver's check. So, nach dem kleinen Schreck geht's wieder weiter. Easy driving, perfect. Und heute geht's einfach mal darum, dass die Fahrschülerin, die jetzt fährt, sich mal selber sieht, wie sie fährt, dass sie sich mal beobachten kann, wie lenkt sie, wie schaut sie, was macht sie mit ihren Füßen und rauszufinden, was man da noch ein bisschen verbessern könnte. Und bitte, bitte schreibt nicht die ganze Zeit Schulterblick vergessen, weil ich brauche nicht die ganze Zeit einen Schulterblick. Es gibt nur wenige Situationen, in denen ich wirklich einen Schulterblick brauche. Alles andere wird über die Spiegel gemacht. So, wir möchten dann nach dem Tunnel möchten wir dann rechts weiterfahren. Also so da oben vorbei. Ja genau, nach dem Tunnel einfach. Stadt. Und dann möchten wir Richtung Zentrum weiterfahren. Also in die Innenstadt. Genau. So, und dann möchten wir die nächste links weiterfahren. Das heißt also jetzt schon gleich in den linken Fahrstreifen. Und am Ende dann links. Zu Essen? Nein, nein, ganz am Ende geht's dann links weiter. Also kleine Anmerkung, der Prüfer hilft dir manchmal bei so Sachen, wenn du so denkst, dass er dann einfach sagt, gehen Sie jetzt gleich nach links. Bei der Prüfung ist es dann nicht ganz so ruhig, weil normalerweise rede ich mit dem Prüfer dann so, ja, dass so wenigstens so ein bisschen Atmosphäre da ist. So, und dann möchten wir da oben in der Kurve nach links fahren in die Herrenberger Straße. Also jetzt ganz oben nach links in die Herrenberger Straße. Kannst du noch was vorbei oder muss ich hinten bleiben?
möchten dann die nächste rechts weiterfahren. Wir fahren jetzt die nächste rechts weiter. Hier jetzt rechts. Und am Ende der Straße möchten wir dann links weiterfahren. So, jetzt links. Sind noch ziemlich flott unterwegs manchmal. Würde ich jetzt als Prüfer sagen, wenn ich jetzt Prüfer wäre. Das ist ein sogenannter Wink mit dem Zaunpfahl. Wo lang? Geradeaus weiter, immer geradeaus, wenn nichts gesagt wird. Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Weißt du, was das ist? Nee. Das heißt, man sagt so deutlich, wenn der zu dir sagt, sie sind aber manchmal ganz schön flott unterwegs, dass du gerade in so in Situationen dann einfach langsamer sein musst. Ja, aber gerade hier nicht, oder? Nein, aber hast die Kurven, die musst du mal auf dem Video genauer angucken, dann die zwei, die gerade da waren. Ende der Straße fahren wir dann rechts weiter. So, und in dem Kreisverkehr, der da vorne kommt, nehmen wir dann die dritte Ausfahrt. Also zu Aldi. Nach links, genau.
So, wir möchten dann an der nächsten Kreuzung dann rechts abbiegen. Suchen Sie sich mal in aller Ruhe eine Stelle zum verkehrsgerechten Umkehren. Wir möchten wieder zurückfahren. Ganz in Ruhe schnaufen Sie mal durch, sagt dann der Prüfer, und dann ganz in Ruhe. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist die Aufgabe beendet. Gut. So, am Ende der Straße fahren wir dann wieder links weiter Richtung Tübingen.
Wir möchten dann die nächste rechts fahren. Die nächste dann rechts weiter. Straße nach rechts. Hier muss man nicht blinken, oder? Nicht unbedingt, das ist normal auf dem Straßenverlauf. Und dann fahren wir da vorne dann die nächste links weiter. Der Straße da vorne möchten wir dann links weiterfahren.
geschafft. Wir fahren geradeaus weiter. Und dann kommt ein Kreisverkehr und wir möchten durch den Kreis geradeaus durchfahren, also die zweite Ausfahrt dann raus aus dem Kreis. Wir fahren in den Kreisverkehr und gehen die erste Ausfahrt raus aus dem Kreisverkehr in die Kraftfahrstraße.
So, das war's, Leute. Wir gehen langsam raus aus dieser Fahrstunde und denkt auch mal dran, den Kanal zu abonnieren, alle Glocken einzustellen, Daumen hoch zu machen und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Ich brauche mal wieder ein paar mehr Follower. Das wäre nett. Und es besteht auch die Möglichkeit, ein bisschen Knete über PayPal rüberwachsen zu lassen. Easy driving, perfect with yellow cap. Cruise to city and get your driver's check.